Oh, nein, ich doch nicht. Zugegeben, ich bin ein bekennender Feigling. Schon seit Kindertagen. Ich habe mich eigentlich immer mehr so aus den Raufereien, aus den Prügeleien, aus dem Hahnspielen herausgehalten. Ich war einfach feige. Ich wollte nicht was auf die Jacke bekommen. Einmal bin ich dann so weit gereizt worden, dass ich einem Riesenkerl, einem Trumm von Metzgersohn in etwa meinem Alter, dem bin ich dermaßen ans Leder gegangen, ich habe ihm dann tatsächlich ein Büschel Haare ausgerissen, woraufhin er die Flucht ergriff und ich mich nachher entschuldigen musste bei ihm und seinem ebenso traumhaften Vater und der Metzgersgattin. Danach habe ich dann aufgegeben. Ich bin kein Machtmensch. Ich bin kein Kraftmensch. Umso mehr wundert es mich, dass ausgerechnet in der Behindertenszene mittlerweile auch die Tendenzen aufkommen, wir müssen uns selbst verteidigen. Wir brauchen Selbstverteidigungskurse. Und dazu brauchen wir die richtigen Trainer. So, Marke Schwarzenegger, sage ich mal. Mindestens. Ja, vielleicht tut es auch ein bisschen weniger, aber dafür jedenfalls hier und hier. Und die richtigen Tricks. Ja, da sitze ich dann so friedlich in meinem Rollstuhl. Und dann kommt mir jemand blöd. Und dann wundert er sich, weil ich dann plötzlich Puff mache. Puff. Oder ihn elegant von hinten putsch, über meinen Rollstuhl rüberziehe und er einen Salto nach vorne macht. Ernsthaft. Hört sich nett an, ist auch ganz nett, ist aber auch gefährlich. Machen wir uns doch nichts vor. Kinder, eher schmächtig gebaute Frauen mit wenig Kraft oder auch eben behinderte Menschen wie wir. Wir haben letztlich wenig Chancen. Klar, es gibt tolle Kampfsporttechniken. Nur die im richtigen Augenblick richtig anzuwenden, sodass ich nicht nur eine Chance habe gegen Angreifer, gegen Gewalttäter, sondern auch eine gewisse Sicherheit, die habe ich nicht. Solche Selbstverteidigungskurse, so wie sie heute vermittelt werden, gerne vermitteln ein Gefühl von Sicherheit, das gar nicht da ist. Eine Scheinsicherheit wird da produziert und die ist gefährlich. Da kann es passieren, dass ich mich in Gefahrensituationen begebe, guten Mutes und sage, oh, mir kann ja keiner was, ich habe das ja gelernt. Ja, und dann kommen da so zwei Löken oder drei oder vier. Zwei halten mich fest und der dritte macht Mus aus mir und beraubt mich dann. Das Berauben von Behinderten ist übrigens Gott sei Dank nicht allzu verbreitet, aber es kommt vor. Ein bekannter Behindertenaktivist, Raoul Krauthausen, dem haben sie insgesamt in kurzer Zeit dreimal sein sauteures iPhone geklaut. Auf offener Straße. Keine Chance. Und er hätte auch keine gehabt, wenn er so einen tollen Selbstverteidigungskurs gemacht hätte. Was sollen wir denn stattdessen machen? Sind wir Opfer? Geborene Opfer? Nein, das sind wir nicht. Selbstverteidigung ist für mich etwas ganz anderes. Es wird auch immer in diesen Selbstverteidigungskursen angeboten. Prävention heißt es da immer so schön, aber letztlich läuft es doch immer wieder darauf hinaus, dass man irgendwelche Kampfsportarten trainiert, Jiu-Jitsu, Karate, was weiß ich alles. Man nagelt mich da bitte jetzt nicht auf irgendwelche Namen fest. Ich kenne mich dazu zu wenig in der Kampfsportszene aus. Muss ich auch nicht, will ich auch nicht.
Prävention ist für mich etwas ganz anderes. Das fängt bei unserem Selbstbewusstsein an. Und Selbstbewusstsein heißt, so gut es geht, gerade, aufrecht und positiv durch die Gegend kommen, im Rollstuhl zum Beispiel oder am Rollator. Den Menschen, auch wenn es physisch nicht möglich ist, auf Augenhöhe begegnen. Das geht auch aus dem Rollstuhl heraus. Ich muss nicht zu denen aufschauen. Ich muss mental auf Augenhöhe sein. Das geht, das kann man trainieren. Ich habe das damals übrigens vor 5 Jahren, als ich das erste Mal an den Rollator kam, hatte ich auch Bedenken. Oh, jetzt gehe ich da mit so einem Rollator schutz- und hilflos durch die Gegend. Ich hatte, weil ich leider Gottes auch von Depressionen ein bisschen geplagt bin, Angst, unter größere Menschenmassen zu gehen. Mittlerweile habe ich das gelernt. Ich bin gestern erst wieder mit dem Rollstuhl nach einem offensichtlich gerade stattgefundenen Fußballspiel durch größere Menschenansammlungen von fröhlichen Menschen oder auch traurigen Menschen, wütenden Menschen, denen das Fußballspiel gut gefallen hat oder nicht so gut gefallen hat, alle schön mit einer Bierpulle in der Hand an der Straßenbahnhaltestelle locker durchgerollt im Rollator. Habe höflich gebeten, darf ich mal vorbei? Danke. Und das war's. Und ansonsten lernen, sich zu seiner Feigheit zu bekennen. Feigheit ist nämlich keine Schwäche. Feigheit kann auch Stärke sein. Ich sehe sie für mich als Stärke. Ich bin vielleicht feige. Ich weiche Hindernissen, die ich nicht überwinden kann. Und das können auch eben gewalttätige Menschen sein, die ich irgendwo in einiger Entfernung sehe. Weiche ist in einem sicheren, großen, relativ großen Bogen aus. Und komme heil aus der Situation heraus. Das heißt nicht, dass ich mich in ein imaginäres Mauseloch verstecke oder so. Dass ich so durch die Gegend laufe. Nein. Ich bin ein selbstbewusster Mensch im Rollstuhl, am Rollator, wie auch immer. Das mag für manche schwieriger sein, die körperlich noch eingeschränkter sind. Aber ich kenne auch sehr schwer behinderte, körperlich schwer behinderte Menschen, die genau das ausstrahlen, was ich meine. Ich bin ich und ich bin etwas wert. Ich bin kein Opfer. Und wie manche meinen, in einer Opferrolle fühle ich mich schon gar nicht. Und das alles ohne und ha. Nein. Ich bin und bleibe, wie ich bin, Ihr und Euer Jos van Aken.